Leute, es gibt eine kleine News bezüglich Pokémon Go. Nein, Pokémon Go ist noch nicht ausgestorben. Das gibt's immer noch. Laut der Redaktion einer brasilianischen Zeitung namens O Global gibt es sogar noch 65 Millionen aktiven Spieler. Letzten Sommer, beziehungsweise allgemein, wurde es 650 Millionen Mal runtergeladen. Dazu meist halt letzten Sommer. Letzten Sommer ging der ganze Hype ja los. Und in diesem Sommer wird es wahrscheinlich wieder einen minimalen Hype geben. Zwar nicht so groß wie letztes Mal, also mal meines Empfindens nach würde es halt nicht wieder so einen großen Hype geben wie letztes Mal, aber zumindest einen etwas kleineren wieder, denn die legendären Pokémon sollen wohl kommen. Das bestätigte einer, der mit Niantic eine Partnerschaft hat, in dem Interview mit der Zeitung O Globo, also die aus Brasilien, und er sagte halt, dass es, naja, weniger Events gab es letztes Jahr, weil halt der Ansturm so groß war und sie mehr auf die Server fokussiert waren. Und jetzt wird es wohl dieses Jahr, in diesem Sommer, mehr Events geben. Ein Player-versus-Player-System heißt, ihr könnt euch gegenseitig bekämpfen und halt auch noch die legendären Pokémon. Wenn das eingeführt werden würde, dann wäre es auf jeden Fall ziemlich nice. Weil, sind wir mal ehrlich, da warten wir halt schon die ganze Zeit drauf, auf legendäre Pokémon, auf Kämpfe gegen andere Spieler. Und das würde das ganze System zwischen den verschiedenen Parteien, also der roten, blauen und gelben, nochmal ein bisschen aufbessern. Schreibt mal gerne in die Kommentare, ob ihr wieder Pokémon Go zocken würdet, wenn diese Features dann endlich da sind, und habt ihr da mega Bock drauf? Ich habe auf jeden Fall richtig Bock drauf, endlich mal gegen Freunde kämpfen zu können und auch endlich legendäre Pokémon zu bekommen. Deswegen schreibt gerne einfach mal in die Kommentare rein, was eure Meinung dazu ist. Das war's für dieses kurze News-Video. Bis zum nächsten Mal. Bis dann und ciao. Haut rein. Euer Solo.